Balingen Engstglatt. Ein Wohnhaus samt Scheune brennt lichterloh. Am Morgen danach gibt uns der Balinger Stadtkommandant Thomas Gürs Auskunft. Wir sind 0:27 Uhr alarmiert worden. Die erste Meldung war ein Brand im Anbau, wo aufs Wohngebäude überzugreifen droht. Bei meinem Eintreffen war der Scheueranbau komplett im Vollbrand und das Feuer ist dann quasi über der Dachstuhl noch aufs Wohnhaus übergriffen. Feuerwehr waren jetzt ca. 75 Leute da, Abteilung Engstglatt, Abteilung Balingen und Abteilung Endingen plus Führungsgruppe. Ja, Brandbekämpfung bis heute Morgen. Es sind alle Bewohner aus dem Haus, konnten sich retten. Wie war denn der Einsatz für die Feuerwehrleute beim Ankommen, also Aufbau, Löschangriff etc.? Na gut, durch die bedingten Verhältnisse natürlich relativ schwierig. Wir haben da eine Drehleiterstande gehabt, direkt 8-9 Meter neben dem Wohnhaus. Es war nicht ganz einfach, auch jetzt am Anfang mit der Löschwasserversorgung hier hoch. Aber man konnte es dann letztendlich doch dann auch meistern.